Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sie zu Hause und Sie im Studio. Herzlich willkommen. Hier erfahren Sie, was los war in dieser Woche. Wir diskutieren die Schlagzeilen, die Themen und über die Köpfe dieser Woche. Es ist ein Erfolg für Deutschland. Das ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage. Hat die Einigung zwischen Union und SPD bei der Grundrente die GroKo gerettet? Die Türkei droht mit der Abschiebung deutscher IS-Kämpfer nach Deutschland. Können die Rückkehrer für uns gefährlich sein? Sarah Wagenknecht, Deutschlands bekannteste linken Politikerin, zieht sich aus der ersten Reihe zurück. Über die Gründe spricht sie gleich bei uns. Goethe oder Google? Was muss man wissen? Was sollte man lernen? Dazu in der ARD-Themenwoche Zukunft, Bildung im Studio, der Moderator Günther Jauch. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander, die Spiegelautorin Christiane Hoffmann und die Kommentatorenlegende, der Sportjournalist Marcel Reif. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Herr Reif hat ein bisschen gestockt bei der Legende. Das macht einen älter, oder? Legenden sind eher tot. Also, und dann strafe ich mich immer und denke... Es gibt lebende Legenden, Herr Reif. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie drei hier sind und über das mit uns reden, was wichtig war in dieser Woche. Frau Hoffmann, ich würde gerne mit einem Thema anfangen, das tatsächlich heute passiert ist. Stefan Brandner ist Bundestagsabgeordneter AfD und war bis heute Vorsitzender des Rechtsausschusses. Er ist heute von den anderen in diesem Ausschuss abgewählt worden. Wir haben ja hier in der Sendung immer die Kategorie Gewinner und Verlierer. Ist er jetzt ein Verlierer oder verlieren die, die das überhaupt machen, weil die AfD jetzt wieder in der Opferrolle ist? Er ist ein Verlierer, ganz sicher. Aber das ist eine zwiespältige Entscheidung, denn natürlich, wenn dieser Common, der im Bundestag herrscht, dass nämlich der Vorsitzende der Ausschüsse verteilt werden und jede Partei bestimmt, wer in dem Ausschuss, der ihr zugeordnet worden ist, der Vorsitzende sein kann und das dann entsprechend gewählt wird. Wenn diese Übereinkunft, die zwischen den Parteien herrscht, gebrochen wird, dann braucht es natürlich einen sehr gewichtigen Grund dafür. Und das ist noch niemals vorgekommen in 70 Jahren Parlamentsgeschichte in Deutschland. Das ist noch niemals vorgekommen. Tatsächlich, bei Herrn Brandner gab es diese Diskussion ja schon länger, weil die Auffassung war, und die teile ich auch, dass gerade im Rechtsausschuss, dass eigentlich der Vorsitzende jemand sein muss, der sehr vorsichtig mit Sprache umgeht, der sich zurücknehmen kann und der dort nicht polemisch agiert. Und er hat das ja schon seit Beginn sein Amt vollkommen anders verstanden, hat gegenüber der Kanzlerin, aber auch gegenüber jemanden wie Michel Friedmann wirklich mit beleidigenden Äußerungen agiert. Und jetzt hat er eben zuletzt Udo Lindenberg einen Judaslohn vorgeworfen. Und er hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und dann dafür, dass er das Bundesverdienstkreuz bekommen für hat. Für AfD-kritische Haltung sei und das da waren dann tatsächlich die anderen Parteien der Meinung, das ist für uns nicht mehr tragbar, das geht nicht mehr. Aber der AfD gibt es natürlich die Gelegenheit, jetzt zu sagen, wir sind hier Opfer und es gibt in Deutschland keine Meinungsfreiheit. Da sehen wir es wieder, wir sagen das ja immer. Und Herr Alexander, gibt es Meinungsfreiheit in Deutschland oder kann dann einer, der Vorsitzender des Rechtsausschusses ist, seine Meinung plötzlich nicht mehr sagen? Ja, Meinungsfreiheit gibt es, weil der Mann kann ja seine Meinung sagen. Und es ist ja auch im Benehmen seiner Kollegen in dem Ausschuss, den abzuwählen. Interessanterweise hat die AfD ja noch zwei weitere Ausschüsse, einen nicht so wichtigen Tourismus und einen sehr wichtigen, den Haushaltsausschuss, fast der wichtigste überhaupt. Und da gibt es gar keine Klagen an deren Amtsführung. Also erstaunlicherweise gibt es auch, wie die AfD das anlegt, durchaus Unterschiede. Und vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn die anderen Parteien daraus die Lehren ziehen würden, wenn man jetzt den Mann, der sich erkennbar daneben benommen hat, abstraft, die anderen aber in dem Ausschuss nicht abstraft, könnte man ja auch sagen, es gibt ja noch diesen vakanten Posten des Bundestagsvizepräsidenten, wenn die AfD dort jemanden präsentiert, der sich tatsächlich vernünftig verhält, dass der auch mitgewählt wird. Weil hier ist ja das Problem, die AfD stellt einen nach dem anderen auf und er wird immer niedergestimmt, egal ob es ein Krawallo ist oder jemand, der bürgerliche Umgangsformen wahrt. Aber ich glaube, das ist wichtig klarzumachen, es kann nicht darum gehen, dass die AfD nicht den Vorsitz eines Ausschusses bestimmen kann und besetzen kann. Darum kann es nicht gehen, sondern es geht um diese konkrete Person und ihre Äußerungen. Herr Gauland sagt heute, Herr Alexander, Tabubruch. Hat er da einen Punkt?
Nein, das ist ja das in dieser Political Correctness, wovon die AfD auch lebt, dass man sowas erst zum Tabu erklärt, um dann sozusagen den Bruch festzustellen. Mhm. Was stimmt ist, es musste überhaupt die Möglichkeit dieser Abwahl geschaffen werden, aber das geht in demokratischen Gremien. Also da ist nichts Undemokratisches passiert. Mhm. Und man muss auch Abgeordneten, die in einem Ausschuss sitzen, das Recht zubilligen, ihren Vorsitzenden abzuwählen. Das gehört dazu. Nur wie gesagt, ich fände auch umgekehrt, müssten sich die anderen Parteien überlegen, ob sie dann nicht Leute in der AfD, die sich eben in einem bestimmten Kommando verhalten, auch in Ämter wählen. Herr Ralf, wir reden sehr viel in politischen Kreisen, politische Journalisten, aber auch eben Parteien reden ganz viel über die Frage des Umgangs mit der AfD generell. Wie macht man das? Mit einem Blick von außen. Was ist Ihre Haltung darauf? Was soll man tun? Ja, ich habe da mehrere Zugänge zu rechtsgerichteten Parteien. Ehrlich gesagt, mir ist die AfD wurscht. Viel wichtiger sind, das sind knapp 20% der deutschen Bevölkerung. Ich kann doch nicht einfach sagen, die laufen alle irgendwelchen Nazis hinterher, sondern mit dem muss man sich auseinandersetzen. Mit den Wählern aber. Ja, klar. Genau. Und wenn diese Wähler diese Partei wählen, muss man sich damit politisch auseinandersetzen. Ich habe wieder so das Gefühl gehabt, heute Morgen, alle fühlten sich wohl. Oh, jetzt haben wir den abgewählt, jetzt ist alles gut. Es ist gar nichts gut. Aber hätten Sie nicht abwählen sollen? Doch, das ist ja, am liebsten würde ich sagen, ja, das ist super, dass Sie ihn abgewählt haben. Dann zweiter Gedanke ist, jetzt hast du wieder in der Opferrolle. Das ist ein Sie haben auch keine einfache Antwort darauf? Dafür gibt es keine einfache Antwort, außer dass man sich mit dem auseinandersetzen muss. Und sehr viel breiter als nur in Fragen, der Ausschuss oder der Ausschuss. Das ist keine politische Blasendiskussion, sondern noch mal mehr. Ich sehe 20-25% Wähler dieser Bevölkerung. Und das macht mir viel mehr Sorgen. Vielleicht hat es was damit zu tun, wie der Rest der politischen Landschaft agiert. Herr Alexander, wer ist Ihr Gewinner der Woche? Mein Gewinner der Woche fällt mir gerade nicht ein, obwohl Ihre Redaktion den vorher abgefragt hat. Aber Sie haben ausnahmsweise mal was Lobendes über... Ach ja, genau, selbstverständlich. So Hubertus Heil ist der Gewinner der Woche, der SPD-Arbeitsminister, weil auf dessen... Aber die Grundrente haben Sie noch nicht vergessen, oder doch? Nein, aber so schnell geht das, eins nach dem anderen. Nein, aber Herr Heil ist wirklich der Gewinner der Woche und vielleicht sogar der Gewinner des Monats oder der Galopper des Jahres. Nein, weil... Der hat es geschafft, die SPD-Grundrente durchzusetzen in einer Koalition, wo die CDU und die CSU ja viel mehr Abgeordnete hat. Mhm. Das ist der SPD schon öfter gelungen, aber jetzt wieder. Und das ist tatsächlich ein spektakulärer Erfolg, weil er hat vor ein paar Monaten ein sehr ambitioniertes Konzept vorgestellt in der Bild am Sonntag. Und normalerweise hätte er das einfach vom Tisch gewischt gehört von der Kanzlerin, jetzt aber übernommen. Und wieder einmal hat die Kanzlerin SPD-Politik gemacht. Und das sagt die CDU-Basis. Hat sie denn recht damit? Ja, auf jeden Fall. Also man kann das ja so und so sehen. Man kann ein Anhänger der Grundrente sein. Man kann das auch kritisieren, dass das nicht generationengerecht ist. Und wir haben das in der Welt auch getan. Aber wenn man den rein handwerklichen Vorgang betrachtet, oder man würde es betrachten wie ein Sportreporter, dann würde man sagen, da steht es wieder mal 3-0 für die SPD. Und das heißt... Frau Hoffmann, dass die Große Koalition jetzt gerettet ist, weil die SPD hat das ja stilisiert zur alles entscheidenden Frage für die Frage, ob man weitermacht jetzt in der Koalition oder nicht. Sie ist in jedem Fall stabilisiert und die SPD hat deutlich mehr rausgeholt, als der Koalitionsvertrag versprochen hatte. Insofern, ja, klar, ein Erfolg, vielleicht aber auch nicht nur für Herrn Heil, sondern auch für Olaf Scholz. Denn letztlich war das ja auch ein Unternehmen, um Olaf Scholz in seinem Rennen um den Parteivorsitz zu stützen. Also Sie wollen jetzt nicht sagen, dass die CDU dem Scholz was geschenkt hat, damit der Partei... Doch, das würde ich sagen, ja, weil die CDU natürlich am Fortbestand der Regierung interessiert ist. Und dafür muss Olaf Scholz... Dafür muss Olaf, SPD-Chef werden. Und er wäre sicher nicht geworden ohne die Grundrente. Wäre jedenfalls unwahrscheinlicher. Ja, noch schöner ist so denken die. Noch schöner ist doch. Ich würde sagen, also so denken die. Mike Moring wollte dieses Geschenk auch. Mike Moring ist der CDU-Chef von Thüringen und hat gesagt, bei uns gibt es viele Leute, die von der Grundrente profitieren wollen. Schafft das bitte noch vor den Ostwahlen. Das wurde aber nicht geschafft, weil für die Große Koalition ist der SPD-Parteitag viel wichtiger als die Ostwahlen. Weil die Ostwahlen können verloren gehen und die können in Berlin weiter regieren. Wenn der SPD-Parteitag für die GroKo verloren geht, also wenn Herr Scholz gegen Herrn Borjans verliert, dann könnte Schluss sein mit der Genau. Also das heißt, Sie beide gehen davon aus, die Große Koalition ist jetzt erst einmal die Regierung, die wir haben werden bis zum Ende der Legislaturperiode, Frau Hoffmann? Es ist jedenfalls deutlich wahrscheinlicher geworden. Es ist ja auch so, dass jetzt in der SPD
beide Paare nicht sehr stark polarisiert sind, die wir da haben. Mhm. Und eigentlich auch Norbert Walter-Borjans nicht wirklich hart für einen Ausstieg aus der GroKo plädiert. Das ist der andere, der noch im Rennen ist, ja. Genau, das ist der andere, der noch im Rennen ist, jeweils mit einer Frau. Da lächeln genau. Sie so süffisant. Warum? Naja, weil diese Frauen so unbekannt sind, dass uns immer die Namen nicht so... Oh, ich weiß die Namen. Nicht so schnell, ja, Frau Eske, genau. Hätten Sie es genau. gewusst? Nein. Aber die Männernamen schon? Nein. Auch nicht? Gut. Ist das richtig? Also, ja, also beide im Rennen? Keiner von denen ist hart gegen die GroKo positioniert. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass die GroKo hält, jetzt noch mal deutlich größer geworden. Was uns aber erhalten bleiben wird, ist die Unruhe in der CDU. Die ist mit diesem Grundrentenkompromiss in keiner Weise beigelegt. Und die wird bleiben, solange wie die Machtfrage in der CDU nicht wirklich geklärt ist. Das ist ja Ihr Spezialgebiet. Herr ja. Merz hat ja angekündigt, er hält auf diesem CDU-Parteitag. In 10 Tagen ist er, glaube ich, eine Rede. Und dann ja, dachten alle, jetzt stürzt er die Partei. Das Problem ist, er hat gar keine Funktion für diese Rede. Er ist ja ein ganz einfaches Parteimitglied. Dann also darf er doch trotzdem reden. Ja, er kann sich in der Aussprache melden. Also die Vorsitzende, Frau Kamm-Karrenbauer, hält eine Rede und dann wird die Aussprache gemacht. Und ich habe schon mal recherchiert, ob er dann an prominenter Stelle reden darf oder als 27. Und da haben die mir gesagt, das kommt darauf an, wann er den Zettel einwirft. Also Friedrich Merz wird sehr früh aufstehen müssen, weil das könnte ja auch sein, dass Leute wollen, dass er nicht so prominent redet und auch früh aufstehen. So, und dann ist auch die Frage, in so einer Aussprache nach der Vorsitzenden hält man ja keine Dreiviertelstunde Rede. Nee, man hat, glaube ich, eine Redebegrenzung, oder? Nee, 10 Minuten, sowas? Habe ich auch nachgefragt. Es gibt in den CDU-Statuten keine Regelbegrenzung, außer wenn sich ganz, ganz viele melden. Dann kann das Tagungspräsidium 5 Minuten oder 3 Minuten erlassen. Aber auch da wäre vorstellbar, wenn man eine ganz große Märzrede verhindern will, dass man seine 20 Parteifreunde zusammentrommelt, die alle auch was sagen wollen. Und dann muss Merz sich kurz fassen. Also ich finde das ohnehin einen interessanten Fall von Erwartungsmanagement. Ich meine, wie viele Minuten jetzt schon über diese zu erwartende Rede von Herrn Merz geredet worden ist, das ist einfach unglaublich. Und diese Rede, mehrseitige Spiegel. Diese Rede wird nie leisten können. Tolle Rede, kein Mensch weiß, aber muss eine tolle Rede sein. Wir würden uns ja damit nicht so lange aufhalten, weil das, was die Leute doch wirklich interessiert, ist, hält diese Regierung, sind die da mal quasi meine Minister, meine Kanzlerin sind oder auch Parteivorsitzende sind, dass die, mit denen ich in den nächsten Monaten rechnen kann. Und ist das so, Herr Alexander, Sie haben gerade so gemacht. Es gibt 2 Hürden. Die eine ist die CDU-Hürde, der Parteitag in 10 Tagen. Ich glaube, da kommen die drüber. So, und dann kommt die SPD-Hürde. Da haben wir schon gesagt, der SPD ist ein toller Erfolg geschenkt worden von der CDU, aber die SPD hat ja das Talent, an ihren Erfolgen unglücklich zu werden. Ja, auch Andrea Nahles war eine sehr erfolgreiche Arbeitsministerin. Mhm. Ne, völlig unironisch. Sie war eine sehr erfolgreiche Ministerin. Die hat eins nach dem anderen durchgesetzt. Mhm. Aber ihre Genossen waren unglücklich mit ihr. Und die Frage ist, ob die SPD sich diesen tollen Grundrentenerfolg diesmal selber gönnt oder wieder selber schlecht macht. Und ich glaube, da schwanken sie noch gerade. Und wenn sie bis zum Parteitag, der Parteitag von denen ist, glaube ich, am 7. Dezember, wenn sie da wieder in den Nörgelmodus gefallen sind und sich selber erklären, wie schlecht alles ist, dann kann das durchaus noch schiefgehen. Herr Reif, Sie waren politischer Journalist in einer Zeit, da gab es noch Willy Brandt, der war dann gerade weg, dann gab es Helmut Schmidt, dann gab es Helmut Kohl. Wenn Sie jetzt heute auf die beiden großen Volksparteien, die ehemals großen Volksparteien, die großen Volksparteien gucken... Die großen Volksparteien. Wie bewerten Sie den Zustand dieser beiden? Ich denke, da schließt sich jetzt unser kleiner Kreis. Wir haben doch vorhin über die AfD geredet. Ja. Wenn das die zwei Volksparteien sind, Herr Scholz, reden wir noch über die Steuererleichterungs... Für die Männer, Männerverein, das war auch in dieser Woche. Also Olaf Scholz großartig, hat gesagt... Ja. Wenn die SPD damit nicht also wieder eine große Volkspartei wird... Für den Fall, dass es... Verlierer der Woche. Schade. Wir müssen es erklären. Nein. Also der Olaf Scholz, der Finanzminister, hat die Idee, dass Vereine, die keine Frauen zulassen, satzungsgemäß oder was auch immer, jedenfalls nicht steuerbegünstigt, also gemeinnützig. Wie gut muss es diesem Land gehen, dass eine solche, wenn du das von außen guckst, wie gut muss es diesem Land gehen und seiner Partei, dass sie sich mit solchen Dingen beschäftigt und mit heiligem Ernst.
Frau Hoffmann, Sie sind die Frau in der Runde. Ja. Können Sie das verstehen? Ich finde, Herr Scholz hat recht und Herr Reif hat auch recht. Ich möchte jetzt nicht die nächsten drei Wochen über dieses Thema diskutieren müssen. Da haben wir wirklich andere Schwierigkeiten. Aber im Grunde hat er recht. Ja, ich finde nicht, dass Vereine staatlich gefördert werden müssen, die entweder Männer oder Frauen ausschließen. Also die Menschen wegen ihres Geschlechts ausschließen, finde ich. Wenn das so ist, wenn diese Vereine, wenn sie nach ihrer Satzung, ihr Ziel ist, das andere Geschlecht auszuschließen, da bin ich sofort dabei. Und wenn Sie rigoros sagen, die Frauen würden uns zwar weiterhelfen und das wäre prima, aber das machen wir nicht. Aber wenn, es gibt so viele spezifische Dinge, das wirkt so weit hergeholt. Also als ich das gehört habe, dachte ich, SPD, Herr Scholz, Glückwunsch. Jetzt sind Sie über die Hürde drüber. Jetzt werden Sie SPD-Vorsitzender und die SPD wieder eine ganz große Volkspartei. Mhm. Also Frau Hoffmann hat ein gewisses Verständnis dafür. Ja. Ja. Herr Alexander, Sie hatten das tatsächlich gesagt, dass der Eheverlierer der Woche, Olaf Scholz. Ja, weil ich finde, man sieht darin ein Problem wirklich der modernen Linken. Die haben mit der Grundrente gerade etwas geschafft, was für viele Menschen extrem wichtig ist. Mhm. Und sie schaffen es, eine Diskussion draufzusetzen, die alle Menschen, außer Frau Hoffmann, absurd finden. So, und das klingt jetzt lustig, aber daran sind zum Beispiel die Demokraten in den USA ein Stück weit eingegangen. Weil auch die haben, Obama hat eine Krankenversicherung gemacht, die für Millionen Amerikaner wichtig ist. Und sie haben über Gender geredet. Und die Leute haben gesagt, die reden über etwas, was wir nicht verstehen, was wir nicht brauchen. Und das ist fatal für linke Parteien. Das ist ein ganz entscheidender, klassischer Fehler. Sie halten das für einen Gendefekt von linken Politikern? Nein, nicht für einen Gendefekt. Nein, ich glaube, das liegt nicht in den Genen von Herrn Scholz. Er ist wahrscheinlich schlecht beraten. Oder er zielt auf den SPD-Parteitag, wo er glaubt, dass dort Funktionäre sind, denen er identitätspolitisch etwas anbieten muss. Das kann sein. Aber im Volk kommt doch die Idee, der Staat muss dafür sorgen, dass Frauen sich in Männergesangsvereine einklagen können. Also ich glaube nicht, dass das gut ankommt. Können Sie das verteidigen, diese Haltung, der Staat muss dafür sorgen, dass sie sich einklagen können? Es geht ja nicht darum, dass der Staat für irgendwas sorgen muss oder dass ein Verein sich nicht verfassen kann, wie er Lust hat. Es geht darum, ob man ihn dann auch noch staatlich fördern muss, wenn er explizit sagt, wir wollen hier keine Frauen. Frau Hoffmann, die normale Kirchengemeinde hat eine Winstons-Konferenz und auch eine Truppe, wo sich nur Frauen treffen. Das ist so und das ist auch gar nicht schlimm. Aber das wird doch nicht staatlich Und es gibt auch Frauenruderclubs in Hamburg. Wo müssen doch Männer jetzt nicht, wieso soll ein Frauenruderclub nicht gefördert werden? Wenn er gemein ist, ein Ruderclub ist aber meistens nicht gemeinnützig, sondern einfach ein Ruderclub. Also die Frage ist eingetragener Verein, doch, glaube ich. Ja. Natürlich. Also, Rudern ist doch sehr nützlich. Nicht alle sind gemeinnützig und können nein, dann ihre aber, so. Nein, aber schauen Sie, wir haben vorhin, als es um die Grundrente ging, haben wir nur darüber geredet, glaube ich, ob das der Koalition nützt. Also ich mache es mal wieder ganz billig und populistisch, wo mir mal ein paar Klatscher. Dass ein Land wie Deutschland im Jahr 2019 eine Diskussion führen muss über Grundrente, damit Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, nicht unter das Armenrecht fallen, das leistet sich dieses Land und dann machen wir daraus eine Koalitionsfrage. Das muss alles sein, verstehe ich alles, ist eine politische Diskussion und muss auch politisch geführt werden, muss auch abgestimmt werden, muss durchgesetzt werden. Dennoch, nur der Hintergrund, der ist so jämmerlich, dass einem die Luft wegbleibt. Also mir zumindest gut. Kein Applaus, Applaus, aber Zustimmung offensichtlich. Aber Herr Reif, wenn wir gerade von Männervereinen und Männerclubs reden, es gibt noch etwas diese Woche, das uns auf übermorgen führt, auf den Freitag. Uli Hoeneß geht. Wo die Welt untergeht. Ja, Uli Hoeneß als Bayern-Präsident tritt ab. Finden Sie das eigentlich richtig, dass der geht und kann der loslassen? Boah, das sind aber eine Menge Fragen jetzt. Zwei. Also finde ich es richtig, das muss er selber entscheiden. Und wenn einer sagt, ich habe genug jetzt von der ersten Reihe, dann ist das seine Entscheidung. Ob er loslassen kann? Nein, er kann nicht. Er wird auch nicht loslassen, sondern er wird im Hintergrund weiterhin wichtig sein für den Verein, was für den Verein auch gut ist. Im Vordergrund auch manchmal. Ich habe Sie gesehen, am Sonntag waren Sie in der Sendung, die hieß Doppelpass. Sport 1, eine Runde von Männern, die über Fußball reden und dann aber wählt sich... Dann wählt sich Uli Hoeneß ein, also er ruft an und er wird dann auch in die Sendung durchgestellt und wir haben einen kurzen Ausschnitt. Uli, was hast du auf dem Herzen? Ich habe Folgendes auf dem Herzen, dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidžić hier äußern. Speziell dieser Herr Fenske, der ja gar keine Ahnung hat. Dann könntest du ja eigentlich nächsten Sonntag kommen, oder? Ja, da muss ja etwas, muss man schauen, welche Qualität auch eingeladen ist.
wünsche euch noch einen schönen Vormittag. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Uli. Bis bald. Dankeschön. Wie tickt ein Mann, Herr Reif? Das ist gar nicht der Applaus, das ist wahrscheinlich für Herrn Hoeneß. Wie tickt ein Mann, der eigentlich wirklich an der Spitze des Weltfußballs steht und dann so eine Sendung sieht und am Sonntagmorgen zum Telefonhörer greift, um zu sagen, das ist alles falsch, was ihr da sagt? Wie tickt der? Er kann nicht loslassen, Küchen, das sieht Küchenpsychologie man. Küchenpsychologie jetzt? Ja? Nein, ich nehme es so, so, erstens war er noch nie präsidial, weil er immer dieses Emotionale hatte, was wichtig war. Auch. Und mir persönlich ist es 100-mal lieber, jemand ruft an, als dass er hintenrum irgendwelche Politik betreibt und Leute hintenrum schlecht macht oder über soziale Netze oder über Schitzer oder was weiß ich. Der ruft an, macht sich Luft, damit kannst du umgehen. Das ist offenes Visier, das habe ich an ihm immer geschätzt. Er hat mich in seinen vielen Jahren durchaus. Und wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Und ich sage, ah, Uli, schön, dich zu hören, gar nichts, das tut jetzt nichts zur Sache. Ich muss dir jetzt Folgendes sagen. Meine Frau hat das und das gehört wieder. Sag ich, nein, da musst du dir schon sagen, ich liebe deine, ich schätze deine Frau sehr, aber du musst das schon. Also sie hat sie kommentiert, als sie Fußball kommentiert hat. Irgendwo hat sie was gehört oder jemand anderer hat ihm etwas gesagt, er hat selber nicht gehört und dann wollte er mit mir darüber. Es endete aber immer versöhnlich oder zumindest nicht nachtragend. Insofern, ich schätze das an ihm sehr. Und die Bilanz seiner Arbeit bei FC Bayern in den 40 Jahren, glaube ich, die er da ist? Grandios. Grandios. Wir haben einen Club der von Weltrang und der wäre nie, nicht mal im Ansatz da, wo er heute ist, ohne ihn, so wie er da war. Und er wird denen fehlen, weil sie stehen an der Weggabelung, wohin geht Profifußball heute? Geht es in Unterhaltungsindustrie? Oder? Er hat immer gesagt, ihr redet alle immer nur von Shanghai und Singapur. Was ist mit Rosenheim? Und das meint er so. Und das war bisher immer eine Eigenart des FC Bayern, dass sie Champagner und Lederhosen zusammengebracht haben. Und er stand dafür. Jetzt geht er weg, aber er sorgt schon noch dafür. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er gut loslassen kann, wenn er sich... Nein, er wird nicht los. Warum auch? Mich fragen Leute auch, warum lässt du nicht endlich los? Wir setzen das fort gleich, wollen aber tatsächlich erst einmal danken und einen Themenschwerpunkt hier behandeln, den die ARD tatsächlich in dieser Woche hat. Das Stichwort heißt Zukunft Bildung. Und wir haben einen Bildungsexperten eingeladen, der wie kein Zweiter über Bildung reden kann. Seine Abiturnote war 3,1. Er hat zwei Studiengänge abgebrochen. Aber sehr, sehr viele Deutsche glauben, er ist der klügste Deutsche. Herzlich willkommen, Günther Jauch. Einen schönen guten Abend, Herr Jauch. Bitte Platz nehmen. Ja. Um es mal gleich zu sagen, 3,1 als Abiturnote, war das 1975 in Berlin cool oder war das ein Makel? Weder noch. Das war einfach äußerst mäßig. Aber es war, glaube ich, auch deutlich unwichtiger, als so ein Abiturschnitt heute ist. Mir war es zum Beispiel völlig egal. Also weil Sie wussten, Numerus Clausus brauche ich nicht. Ich werde kein Arzt, ich werde nichts, was Bedeutung hat. Na, es war sogar noch schlimmer. Ich hatte keine Lust, erst mal zu studieren. Ich wollte erst mal chillen, wie es heute heißen würde. Und meine Eltern waren entsetzt. Und sagten, beginne bitte ein Studium. Und dann habe ich mich für Jura beworben. Und Numerus Clausus bei Jura war 3,0. Demzufolge habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, super, ich muss, man lässt mich leider nicht. Und bekam dann zu meinem großen Bedauern aber einen Nachrückplatz. Dann habe ich mal Jura angefangen, damit ich aus dem Haus war für meine Eltern. Aber bin dann schnell an die Journalistenschule in München gekommen und dann war alles gut. Diese 3,1 sind ein Ausdruck dessen, dass Sie ein fleißiger Schüler waren, natürlich. Na, es war einfach so, man kennt das aus dem Sport, dass man sagt, ein Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Und ich habe da im Grunde eine sehr rationale und rationelle Berechnung angestellt. Wie schaffe ich es, dass ich nicht sitzen bleibe, also keine Zeit verliere? Ich wollte auch zu Hause keinen Stress haben, dass ich mit Fünfen oder mit vier Minusen nach Hause komme. Haben Sie nie eine gehabt, eine Fünf? Doch, das begann mit Nadelarbeit in der dritten Klasse. Das war die erste. Was Fünf. Ist das? Eine Nadelarbeit. Stricken? Ja, sticken, stricken, Knopf annähen, alles sowas. Wie kann man da eine 5 kriegen? Es ging. Das war in der Grundschule auch das einzige Mal, dass ich bei einer Note geheult hatte. Also das war ein schwerer Schock. Warum bitte? Was? Ja, weil ich eigentlich den Turnbeutel, den ich gestickt hatte, fand ich eigentlich ganz schön. Also die eigentlich immerhin. Aber deswegen...
habe ich einfach nur so viel getan, um dann wieder Fußball zu spielen oder den Kicker zu studieren, um irgendwie durchzukommen. Und das reichte dann. War das Ihren Eltern genug? Der Vater ist Doktor der Geisteswissenschaften. Haben Sie den unglücklich gemacht als Vater? Ja, er wünschte sich immer, versucht doch wenigstens am Schwanz des ersten Drittels zu sein. Also wir waren immer gut 30 Kinder in der Klasse. Am Schwanz des ersten Drittels. Also okay. Ich war immer so am Schwanz oder noch ein bisschen weiter des zweiten Drittels. Okay. So, und da wünschte er sich eine Verbesserung zum ersten Drittel. Aber er merkte, dass ich irgendwie durchkam und dann hat er sich auch nicht mehr aufgegeben. Aber das war so ein Gymnasium mit Latein. Altgriechisch haben Sie auch gemacht? Mhm. Wissen Sie irgendwas davon noch? Andra Morenepe, Musa Polytropon, Horst Malapolla, Planchte. Also Frau Wanknecht weiß jetzt, was er gesagt hat. Alle, ja? Was war das? Nein, also das ist tatsächlich das Einzige, was übrig geblieben ist. Trotzdem mag ich das nicht, wenn ganz grundsätzlich über alte Sprachen so abfällig geredet wird. Nach dem Motto, das spricht doch heute keiner mehr. Also speziell, was Sie mit Latein mitbekommen, was logisches Denken angeht, was das Gefühl für Sprache angeht, was die Möglichkeit angeht, Französisch, Spanisch, Italienisch, andere auch romanisch angehauchte Sprachen besser zu verstehen. Und schlichtweg dieser Kulturschock, wenn Sie von der Grundschule kommen, wie Sie sich dann anstrengen müssen und wie Sie sich in sowas Neues reindenken müssen, das hat einen Wert an sich, der über das eigentliche Vokabeln lernen und dann den Gallischen Krieg übersetzen zu können hinausgeht. Ist das Scheitern denn auch wichtig? Weil also jeder scheitert mal bei Latein, nein? Insgesamt ist Scheitern wichtig. Absolut, sagt jemand im Publikum. Ja. Scheitern ist deshalb wichtig, weil es einen ja nach vorne bringt. Es gibt für mich zwei Fächer in der Schule, die ich ganz wichtig finde und wo das Scheitern schon von Haus aus angelegt ist. Das ist immer Musik und Sport. So. Sport bei Ihnen? Ja, natürlich, weil das ist bei jedem Menschen so. Sie können ja theoretisch immer noch schneller laufen. Sie könnten ja noch mehr trainieren. Sie könnten noch eine Runde mehr schaffen. Das heißt, dieses zu spüren, meine Fähigkeiten sind begrenzt. Ich kann mich aber verbessern. Dafür muss ich mich aber anstrengen. Mal klappt es nicht. Dann freue ich mich über einen Sieg. Dann muss ich aber auch verlieren können. Ich muss mich in einer Mannschaft ein- und unterordnen können. Das sind ganz wichtige Dinge. Und in der Musik ist es im Grunde ähnlich, weil ich nie zur letzten Perfektion komme. Sie haben Blockflöte, glaube ich, gespielt. Ja. Oder? Ja. Auch da kann man scheitern. Schwer, finde ich auch. Aber jedenfalls ist ja die Frage, ob man dann am Ende, wenn man gescheitert ist, wenn man gelernt hat, wenn man die Schule dann durchgemacht hat, wenn man dann raus ist, so wie Sie, ist man dann ein gebildeter Mensch? Hat man dann etwas? Nein. Was wäre denn der Unterschied von dem, was Ihr Vater unter Bildung versteht vielleicht und das, was Sie darunter verstehen? Ja, also mein oder verstanden hat. Mein Vater hat mal verzweifelt an einen Bekannten einen Brief geschrieben. Günther verdient beim Fernsehen viel Geld, keiner weiß warum oder wofür. Das hat im Grunde ein bisschen die Verzweiflung ausgedrückt, dass er mich sozusagen nicht als Vertreter des klassischen Bildungskanons gesehen hat. Und trotzdem kommt er irgendwie im Leben zurecht. Aber es ist natürlich richtig, dass aus meiner Sicht der Mann viel, viel mehr wusste als ich jemals, so wie ich mir einbilde, was wahrscheinlich oder vielleicht auch falsch ist, dass ich ein bisschen mehr weiß als meine Kinder. Mhm. Wird wahrscheinlich ein Irrtum sein. Oder Sie hätten Hinweise, sachdienliche, dass das so ist. Die geben Sie mir jetzt nicht, weil die Kinder zuschauen. Nein. Was muss man denn wissen? Das ist wirklich die Wichtige, deswegen sitzen wir ja hier. Also was ist Bildung und was muss man wissen? Also ich habe gerade gelesen, Goethes Faust ab 2021, tapfer sein, Frau Wagenknecht, keine Pflichtlektüre mehr für Abiturienten. Ist das richtig? Also das Wort Bildung heißt ja nicht Wissen oder einfach nur intelligent sein. Sondern wenn ich es mal ganz runterbreche für mich, habe ich einen gebildeten Menschen vor mir, wenn er in der Lage ist, sein Leben sinnerfüllt zu gestalten. Das heißt also, ein Mensch, der in sich ruht, der weiß, was er kann, was er nicht kann, der sich bemüht, der
Fleiß und Disziplin an den Tag legt, der in der Lage ist, sozial mit anderen Leuten auf vernünftige Weise zu agieren und damit für mich etwas darstellt im Leben, der hat natürlich 10-mal mehr Bildung als irgendeiner, der formal noch 3 Bildungsabschlüsse hat und sich damit etwas dicke tut. Aber muss der gebildete Mensch denn zwangsläufig auch was wissen? Also welchen Stellenwert hat das Wissen in der Bildung? Hat natürlich schon einen Stellenwert, aber Wissen ist natürlich auch fluide. Es ist genau, Goethe und Google ist natürlich genau die Frage. Man wird mit dem Wissenskanon, der bei mir vor 40 Jahren noch gereicht hat, wird man heute ganz bestimmt nicht mehr durchkommen. Also ich probiere es mal. Also muss man zum Beispiel wissen, was am 9. November, den wir gerade begangen haben, muss man wissen, was da in Deutschland sonst noch passiert ist, außer dem Mauerfall. Sollte man das wissen, ja oder nein? Das finde ich schon sehr wichtig. Ich saß das letzte Mal Sido gegenüber in der ARD, der gesagt hat, man muss noch nicht mal wissen, dass es die Berliner Mauer gegeben hat. Er erinnert sich nur noch an die Sehnsucht nach Überraschungseiern. Das ist für ihn die deutsche Einheit. Da bin ich ein bisschen böse geworden. Ja. Ja, Reichspogromnacht und wenn man 1918 Philipp Scheidemann auf dem Balkon auch noch erinnert, ist schon wichtig. Das gehört aber auch zur Bildung dazu, dass ich in der Geschichte irgendwie verortet bin, dass ich nicht denke, na, ich bin gerade zufällig auf der Welt und was vor mir war, ist egal und was nach mir ist und was irgendwelche anderen Leute mit sich herumtragen, das passt doch alles zusammen und ist natürlich auch geschichtlich begründet. Beethovens 9. ansingen. Zumindest den Chor. Ja, schön wär's. Und es ist ja auch freudeschöner Götterfunken. Das hört man ja in jedem Medley und selbst beim Klassikradio 8-mal am Tag. Sollte man können. Ja. Würden Sie dazu zählen. Einen Van Gogh von einem Picasso unterscheiden? Ja, da wird es schon eng, denn man wird sagen, wozu brauche ich das? Ich finde es gut, dass man sich mit Dingen beschäftigt. Ich meine, warum soll ein 15-Jähriger noch am Sportunterricht teilnehmen, wenn er sagt, ich werde sowieso Architekt? Mhm. Das finde ich immer ganz blöde. Man soll sich auch mit Dingen auseinandersetzen, die einem auf Anhieb erstmal nicht gefallen und bei denen man auch nicht ganz genau weiß, wie sehr sie einem persönlich später mal nützen. Also würden Sie das dazu zählen? Van Gogh und Picasso, zumindest stilmäßig auseinanderhalten, fänden Sie gut? Ja, das lernt man aber eigentlich auch im Kunstunterricht, sagen wir mal spätestens ab der 9. Klasse. Wie weit der Mond von der Erde entfernt ist? Ja, das sind natürlich, da wird es dann etwas eng, ob ich 380.000 sehr gut. Kilometer. Sie haben so viel Quiz gemacht, da war es bestimmt mal drin. Ja. Nein. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, das muss man nicht wissen. Mhm. Das kann man tatsächlich, also man sollte nicht auf 380 Kilometer tippen, das schon. Aber das kann ich tatsächlich dann entsprechend googeln. Aber ja. Unterschiede Picasso, das ist auch immer so, ich habe alles im Smartphone. So, dann komme ich irgendwo im Ausland an und frage, wo geht's denn hier zum Bahnhof? Dann tippe ich das ins Smartphone, dann mache ich ein Übersetzungsprogramm, dann halte ich es jemandem hin, dann muss der das wieder abtippen. Das ist doch so gesehen auch lebensfremd. Und zu glauben, dass man Bildung und Wissen einfach downloaden kann, das ist völliger Schwachsinn. Das sagen ja die Kinder. Warum soll ich das lernen? Ich kann es doch alles googeln. Ein Totschlagargument, oder? Alles kann man nicht googeln. Dazu kommt ja auch, das Leben besteht ja nicht nur aus einzelnen Wissensfragmenten. Das ist zum Beispiel bei Wer wird Millionär so. Das ist zusammenhangloses Faktenwissen, was ich da abfrage. Aber was eine Bildung ausmacht, ist doch, dass ich Zusammenhänge herstellen kann oder dass ich die Dinge auch beurteilen kann. Wenn ich sage, es gibt doch alles im Netz. Natürlich gibt es alles im Netz, aber das führt natürlich auch zu einer informationellen Müllhalde, bei der ich ja zumindest ansatzweise in der Lage sein sollte, die Dinge zu sortieren und auch zu bewerten. Okay, aber man kann den Satz des Pythagoras zum Beispiel googeln, das ist ganz leicht. Dann kommt man auf Wikipedia und hat man dann auch eine richtige Antwort Ihrer Meinung nach? Verlassen Sie sich auf die Dinge, die Sie aus dem Netz ziehen? Und da sollte man, dass es das gibt? Ja, dass es das gibt, in jedem Fall, weil ich glaube, dass es eine wahnsinnige Demokratisierung von Wissen ist. Also wer heute etwas wissen will, etwas lernen will, der kann mit Hilfe von YouTube, also früher musste man dann wertvolle Repetitorien belegen oder Nachhilfestunden nehmen, der kann für meine Begriffe sich da wirklich
prima bilden. Mhm. Frage ist, die Tatsache, dass die Möglichkeit da ist, führt es dazu, dass das auch entsprechend genutzt wird? Und? Was von der Mehrheit der Leute. Ja? Naja, es wird natürlich schon, wird schon viel gedaddelt. Ne? Und, also, die Tatsache, dass das natürlich verführerischer ist, als sich jetzt irgendein Physik-Tutorial anzuschauen, ist natürlich auch klar. Absolut. Weil wir gerade dabei waren, Sie haben gesagt, wer wird Millionär? Also wer gewinnt denn da? Also jemand, der sehr viel weiß oder jemand, der es am Ende... Weil es gab so eine schöne Frage für 2000 Euro. Die Frage, also durch welches Verfahren man in Athen einen Bürger in die Verbannung schickte. Da gab es 4 zur Auswahl. Da gab es also A, die Götterspeise, B, Henkersmahlzeit, C, der Grillteller und D, das Scherbengericht. Ja. Und die Kandidatin... hing lange beim Grillteller. Ja, und das war eine arbeitslose, das war eine arbeitslose Hausfrau, die am Ende 1 Million Mark, damals noch Mark. Das heißt, war das Mark oder Euro? Ich glaube, die war auch noch Mark. Also das gewann. Wusste sie nicht, aber dann später, wenn es ja dann bei Ihnen auch mal bildungsintensiver wird, bei den letzten Fragen, da wusste sie. Ja, der frühere Bundespräsident von Weizsäcker sagte mir, bei Ihnen hätte ich schon mehrmals die Millionen gewonnen. Herr Bundespräsident, wie kommen Sie darauf? Ja, ich habe schon die und die und die Millionenfrage beantworten können. Bei allem Respekt, Herr Bundespräsident, ich glaube, dass Sie da vorzeitig gescheitert wären. Warum? Weil Sie die Hauptdarsteller von GZSZ bei 2.000, 4.000 und 8.000 Euro... glaube ich, nicht fehlerfrei ermittelt hätten. Hat er den Kopf so schief gelegt, hat gelacht, hat gesagt, da haben Sie recht. Also heißt, aber eine solche Sendung sagen, ist zusammenhangsloses Faktenwissen, haben Sie ja schon gesagt. Jetzt gibt es eine neue Sendung, das würde mich wirklich interessieren, die heißt, bin ich schlauer als Günther Jauch? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen schlau und intelligent beispielsweise? Ja, intelligent... Was sind Sie denn? Eher schlau als intelligent, vermute ich. Aber testen ich befürchte, dass diese Sendung, ich habe nämlich diesen großen Schlautest, und das sind Wissenschaftler, die den Begriff der Schleue da eingeführt haben, mit Absicht nicht, es ist kein IQ-Test. Mhm. Die haben den Test mit mir schon gemacht und mit 1000 repräsentativ ausgesuchten Menschen. Ich kenne zwar mein Ergebnis nicht, aber ich bin da derart unter Druck geraten und habe einfach oft wegschmeißen müssen, also ich habe nicht mal eine Ahnung gehabt, was ich da sagen soll. Was ist die Definition? Schlau ist natürlich, dass man Ziele erreicht und zu Ergebnissen kommt, die einem persönlich weiterhelfen, auch indem man vielleicht einen Umweg geht, indem man ein Ausschlussverfahren wählt, auch vielleicht indem man ein bisschen durchtrieben ist. Vielleicht auch indem man eine Menschenkenntnis hat und weiß, wie man andere Leute für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Wäre das noch in diesem Bildungsdingens, also ist man schlau und dann gebildet oder ist man... Nein, ich glaube, dass das eine mit dem anderen eigentlich nicht so viel zu tun hat und ich fürchte, dass übermorgen live sich klären wird, dass ich auch im bundesdeutschen Durchschnitt da eher im 3,1-Bereich anzusiedeln bin. Sie spielen ja unter anderem gegen Alice Schwarzer. Ist die schlauer als Sie? Was glauben Sie? Das weiß ich nicht. Frau Schwarzer. Das weiß ich nicht, aber sie spielt Sonja Zietlow mit, die zumindest relativ, die hat mal ein IQ, der ist mal gemessen worden mit 132. Dann hat die diese Pilotenprüfungen geschafft, wo man also sehr viel mit Logik und Schnelligkeit, muss man sehr gut sein. Die halte ich für eine ziemliche Favoritin. Also das wird man sehen, aber die Frage, die wir ja gerade am Wickel hatten mit Google und der Frage, also im Internet findest du alles, was du brauchst. Macht das manche Dinge dann auch in der Schule? Also muss man in der Schule eigentlich lernen, wie man damit dann umgeht? Anstatt, dass man zum Beispiel dann doch nochmal Altgriechisch macht oder anstatt, dass man, weiß ich nicht, das Periodensystem in der Chemie auswendig lernt. Im Grunde ist das Schwierige, was kappt man? Was lässt man weg? Muss ich einen Korbblütler von einem Kreuzblütler, von einem Schmetterlingsblütler unterscheiden können? Oder kann ich sagen, ich das Tiere oder Biologie, Pflanzen? Ja? Oder kann ich das? Oder kann ich das weglassen und mich stattdessen damit beschäftigen, worauf muss ich achten, wenn ich eine Versicherung abschließe? Fragen Sie heute mal Kinder in der 10. Klasse oder auch selbst Abiturienten, wie Steuern in unserem Land funktionieren. Ganz einfache Basics, was juristische Fragen angeht, mit denen man jeden Tag irgendwie zu tun hat, haben die gar keine Ahnung davon. Und da ist tatsächlich die Frage, ob man das nicht auch mit in den Lehrplan einnehmen könnte. Ich habe aber die Hoffnung in unserem ansonsten sehr schönen Föderalstaat, was das angeht, aufgegeben. Wenn Sie regelmäßig, wenn Sie von Bremen nach Bayern umziehen, im Grunde dann von der 8. zurück in die 6. Klasse müssen, dann wird das, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Es gibt auch gute Schulen in Bremen. Sage ich jetzt aber nur für alle Bremer, die uns jetzt sofort schreiben werden. Aber
Also ich gebe Ihnen jetzt drei Fächer, die neu installiert werden in unterschiedlichen Regionen. Sie sagen mir, Sie haben ja 4 Töchter durch die Schule gebracht, zwischen 20 und 30 sind Sie jetzt. Welche von diesen Fächern hätten Sie Ihren Töchtern gerne angedeihen lassen wollen? Alltagskompetenz und Lebensökonomie? Machen die Bayern demnächst? Ach, das kriegen die ganz gut hin. So die. Braucht man nicht in der Schule. Klimawandel macht Italien jetzt? Ja, das finde ich so. Und also das ist jetzt das heiße oder das kalte Thema, je nachdem. Mhm. Und vor 2 Jahren hätte das niemand für so besonders wichtig gehalten. Vielleicht ist es, obwohl es ganz, ganz wichtig ist, aber doch im Moment ein bisschen ein Modethema. Gesundheitsförderung fordert die Bundesärztekammer? Ich bin ein großer Verfechter von 1 Stunde Sport am Tag. Das ist, glaube ich, besser als theoretische Unterweisung. Waren Sie ein strenger Vater mit Ihren Töchtern? Ja. In der Schule? Ja. Also die mussten die bessere Noten haben als Sie? Nein, das war nicht so schwer. Das haben Sie Das gilt nicht. Also mussten Sie schon gute Noten, Instrument spielen? Ein Muss? Ja, das haben wir ja, doch, Sie haben alle ein Instrument gelernt, ja. Mhm. Und TV-Verbot? Damit man lernt und nicht verdummt? Nein, das gab es nicht, aber die waren auch keine Fernseh-Junkies. Wahrscheinlich gab es gar keinen Fernseher im Hause, ja auch. Doch. Ich bitte Sie. Sie haben 2 Studiengänge abgebrochen. Hm. Jetzt sind Sie ein Senior, 63 in diesem Jahr geworden. Können Sie sich vorstellen, wieder zurück an die Uni zu gehen? Das machen ja ganz viele. Und wenn ja, was würden Sie gerne noch mal studieren, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Ja, eigentlich das, was ich damals abgebrochen habe, Politik und neuere Geschichte. Jura interessiert mich weiterhin auch. Ich weiß nicht, ob ich noch so gut im Lernen bin. Also ich habe früher im verrauchten Doppeldeckerbus in Berlin habe ich 20 Vokabeln, die mir völlig neu waren, in 10-12 Minuten auswendig gelernt. Heute können Sie mir 5 für eine halbe Stunde hinlegen und dann kriege ich nur noch 3 zusammen. Also ob ich ein guter Student wäre, möchte ich bezweifeln. Aber finde auch, dass es in Deutschland, dass man nicht so sehr immer nur auf das Abitur und auf ein anschließendes Studium schauen sollte. Mittlerweile machen 50% eines Jahrgangs fast in ganz Deutschland Abitur. Und ich wünsche mir eigentlich weiter den begnadeten Handwerker, den überzeugten Bäcker, den zufriedenen Hausmeister. Leute, die diese Jobs gut machen als Handwerker, können sie heute im Grunde fast jeden Akademiker an einem Einkommen, wenn sie den Job vernünftig machen, deutlich überflügeln. Und es sind tolle Berufe. Das duale System in Deutschland. Letzte Frage Wenn Sie Deutschland von 1 bis 6 eine Note geben sollten, wie gut sind wir in Bildungsfragen? Was wäre denn die Note? Insgesamt, glaube ich, sind wir immer noch ganz gut, auch durch dieses System der dualen Bildung. Da werden wir weltweit beneidet. Natürlich gibt es, was vor allen Dingen Kleinkindförderung geht, die Skandinavier uns voraus, aber also unter eine 4,5 von 6. Ach so, 1 ist die beste Note. Wie in der Schule halt. Ach ja, da glaube ich, sind wir immer noch bei einer schwachen 2. Immerhin. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Günter Jauch. Gerne. Dankeschön. Danke. Herr Ralf. Sie kennen Herrn Jauch ja ein bisschen besser. Können Sie sich den als Studenten vorstellen, noch jetzt? Schwer. Warum? Weil er, glaube ich, eher professoral daherkommt. Das ist ein Kompliment oder nicht? Nur Komplimente. Wir sind bei der Außenpolitik. Wichtig heute, Frau Hoffmann, ist tatsächlich, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, ab heute öffentlich geführt wird. Wird ihm das am Ende schaden oder wird ihm das nutzen? Das ist tatsächlich noch offen. Ich glaube, dass es aber auf jeden Fall unumgänglich war, dass die Demokraten dieses Verfahren jetzt eingeleitet haben. Es ist ja eigentlich klar, dass Donald Trump sein Amt missbraucht hat,
um eigene parteipolitische Interessen durchzusetzen und dabei den ukrainischen Präsidenten unter Druck gesetzt hat. Daran kann ja eigentlich kein Zweifel mehr bestehen. Und die öffentlichen Anhörungen heute haben auch genau in diese Richtung gezeigt. Und deshalb mussten die Demokraten wirklich diesen Prozess in Gang setzen. Ob er am Ende zu einer Amtsenthebung führen wird, ist ja sehr, sehr ungewiss. Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Und dann ist die große Frage, nützt es ihm im Hinblick auf die kommenden Präsidentenwahlen oder nicht? Herr Reif? Das schließt sich wieder ein kleiner Kreis. Wir haben vorhin über die AfD geredet. Aber das heißt, Opferrolle und wo verfestigt sich dann ein Lager? Aber trotzdem muss man ja eine Entscheidung treffen, wie man mit Übertretungen umgeht. Und völlig richtig. Und wieder gibt es nicht die einfache Antwort. Klar musst du, wenn jemand als amerikanischer Präsident sich so geriert, gibt es klare Regularien und dann musst du ihn entfernen. Außerdem, darauf sagt er, dann mal gucken, was meine Leute dazu sagen werden. Und dass seine Leute sind knapp 50% der unserer Vorzeigedemokratie. Mhm. Wahnsinn. Naja, seine Umfragewerte sind jetzt bei 40%. Das ist schon wenig, auch für einen amerikanischen Präsidenten in so einem Zeitabstand zur Wahl. Da gab es fast niemanden, der so schlecht dastand. Mhm. Andererseits sieht es eben so aus, dass er in diesen entscheidenden Swing States immer noch gut dasteht und gewinnen könnte, obwohl eben er tatsächlich nicht mehr auf eine Mehrheit der Stimmen kommt. Und wird es dem Land denn helfen? Wird dieser Graben, dieses Lagerdenken in diesem Land, das sich auf seine Demokratie immer so viel zugute hielt? Demokratie heißt Kompromisse finden, Mehrheiten finden und die dann gemeinsam mittragen. Aber er ist doch jemand, der diesen Graben vertieft natürlich, hat in seiner Amtszeit. Nein, also wird es ja nicht helfen, wenn er Präsident bleibt. Ja. Nein, deswegen, es gibt nicht dieses Schöne, wo man sagt, so, schaff ihn weg, dann wird alles gut in Amerika. Nein, natürlich. Jetzt glaube ich nicht mehr. Also Sie gehen davon aus, er bleibt. Er wird nicht aus dem Amt enthoben, obwohl das Vergehen, wie Sie sagen, wahrscheinlich nicht zu übersehen ist. Wie sehen Sie das? Ja, ist nicht absehbar, dass er eine Mehrheit im Senat gegen ihn bekommt. Wird er seines Amtes enthoben? Die Mehrheitsverhältnisse könnten sich ändern, wenn im Lager der Republikaner, also seiner eigenen Partei, sich die Idee durchsetzt, der Mann könnte uns bei der nächsten Wahl schaden. Und wenn die Republikaner auf die Idee kämen, eine andere Person, vielleicht eine Frau, vielleicht jemand, der da weniger Angriffsfläche bietet, aufzubringen. Das könnte etwas Entscheidendes sein. Aber ich glaube, da sind die jetzt noch nicht. Ja, und es gibt auch niemanden, der sich unmittelbar anbietet oder sich da schon warm läuft. Ja, es gibt ja diese Nikki Haley, die aus unserer Perspektive sind das ja alles grauenvolle Konservative. Von daher fällt das manchmal schwierig, wenn man deutsche Medien liest, da die Nuance reinzukriegen. Mhm. Aber es muss natürlich, eigentlich müsste die Bewegung innerhalb der Konservativen in Amerika sein, dass sie sagen, wir wollen Trump nicht mehr. Weil die Linken haben ihn ja nie gewollt. Mhm. Aber wenn er nicht aus dem Amt, also wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass er nicht aus dem Amt entfernt wird durch dieses Amtenthebungsverfahren, dann tritt er ja nochmal an. Wie schätzen Sie seine Chancen dann an, Herr Alexander? Ich glaube, das hängt davon ab, wen die Demokraten als Gegner aufstellen. Und das wissen wir noch nicht. Das wissen wir nicht. Und wenn das jemand ist, der auf die Leute zählt, die eigentlich Demokraten wählen müssten, aber Trump gewählt haben. Mhm. Also Leute, die Angst haben um ihre Jobs, Leute, die normalen Familien sind, Leute, die ihr Geld nachzählen müssen. Das sind doch eigentlich keine Kandidaten für jemanden von rechts außen. Das ist eigentlich jemand in der Mitte. Wenn die Demokraten auf die Idee kommen, jemanden aufzustellen, der für Minderheiten steht, für einen Green New Deal, für Schlagworte, die wir vielleicht alle ganz interessant finden, die aber Leuten im amerikanischen Mittleren Westen Angst machen, dann wird das Ding wieder verloren werden. Ich glaube, es gibt noch einen Faktor, der immer zu wenig erwähnt wird, das ist die Wirtschaft. Es wird natürlich auch sehr viel davon abhängen, ob die relativ gute wirtschaftliche Lage bestehen bleibt in den USA oder es eine Rezession gibt. Was heißt denn das für uns, Frau Hoffmann, wenn tatsächlich angenommen, also er bleibt im Amt, angenommen, er tritt nochmal an, angenommen, er wird nochmal gewählt. 4 weitere Jahre Trump, was heißt denn das für Deutschland und Europa? Schwierig. Es gibt ja einige Leute, die sagen, die NATO kann 4 Jahre Trump überleben, aber 8 Jahre Trump wird sie nicht standhalten können. Der französische Präsident hat gerade gesagt, die NATO sei hirntot. Ja. Wisst ihr das? Ich glaube, dass er mit dieser sehr alarmierenden Diagnose eigentlich recht hat. Ja. Also die NATO ist in etwas, das man schon nicht mal mehr nur als schwere Krise bezeichnen kann, wenn man sagt, das entscheidende Element der NATO ist die gegenseitige Bündnisverpflichtung, dass man bereit ist, sich zu verteidigen, dann muss man sagen, dass Trump das mehrfach in Frage gestellt hat und damit natürlich die NATO in einer wirklich, wirklich schwierigen Situation ist. Und es war richtig, dass der französische Präsident das angesprochen hat. Herr Alexander, wenn die NATO hirntot ist, was sind dann wir in Deutschland?
Ja, wenn man das so sagt, dann hätten wir da nie angefangen zu leben, weil wir definieren ja strategische Interessen schon länger nicht mehr. Ich wäre aber vorsichtig, das ist ja eine traditionelle französische, früher hätte man gesagt, gaullistische Position. Also ich glaube, so schlimm ist das nicht, aber ich würde die Einschätzung teilen. Eine weitere Legislaturperiode von Trump wird ganz bitter für uns, weil dann tatsächlich diese multinationalen Beziehungen, diese gegenseitige Verlässlichkeit beschädigt wird. Mhm. Kann man ja jetzt sehen, er hat jetzt die Kurden im Stich gelassen in Nordsyrien. Jetzt kann man sagen, was interessieren uns die Kurden? Aber die Leute im Baltikum, die sagen natürlich, wenn er die Kurden im Stich gelassen hat, vielleicht lässt er uns auch im Stich. Und daher kommt ja diese Debatte, die wir in Deutschland neulich geführt haben mit Frau Kamm-Karrenbauer, die gesagt hat, wir müssen jetzt als Deutsche mal darüber reden, was können wir denn in Syrien machen? Wo ja der erste Reflex ist, oh Gott, wir sind noch in Afghanistan, jetzt will die uns schon nach Syrien schicken. Aber sie hat natürlich politisch recht. Wir müssen überlegen, wie wir diesen unsicheren Kantonisten ausbalancieren, was wir selber als Land machen können. Und die Bundeswehr kann das alles, ja? Naja, die Frage stellen heißt sie beantworten. Bedingt, ja. Sagt jemand. Schöner Spiegeltitel. Ja, aber man könnte ja da hinkommen. Also danke für das. Ja. Also die Idee, früher haben wir Deutsche immer gesagt, wegen unserer Geschichte können wir nicht helfen. Jetzt zu sagen, wegen unserem kaputten Material können wir nicht helfen, ich glaube, da lässt uns keiner mit durchkommen. Fänden Sie das gut, wenn die Deutschen wieder eine größere Rolle spielen, auch militärisch, Herr Reif? Sie sind, glaube ich, der Älteste, das darf man einfach nur jetzt mit Horizont nach hinten sagen. Haben Sie ein gutes Gefühl dabei? Natürlich habe ich ein Echo ganz hinten, auch aus meiner Familiengeschichte, ist doch klar. Auf der anderen Seite... Familiengeschichte war in Polen. Ja, und mit dem jüdischen Vater hat den Holocaust überlebt und der Klassiker in der... auf der Seite des Spektrums. Natürlich habe ich ein Echo, das in die andere Richtung zeigt. Auf der anderen Seite, Syrien ist das ja keine theoretische Geschichte, sondern Flüchtlingsproblematik. Wenn wir da nichts tun, wenn Deutschland da sich raushält, das wird nicht gelingen, sich rauszuhalten. Am Ende der Geschichte sagt der Erdogan so, ihr wollt euch alle raushalten, das geht euch alle nichts an, ihr wollt das alles so haben, wisst ihr was? Und bitteschön, viel Spaß mit 2 Millionen, 3 Millionen Flüchtlingen. Im Moment, Herr Alexander, droht er ja damit, also der Präsident der Türkei. Es muss nicht dazu führen, dass du irgendwo mit der Bundeswehr einmarschierst. Ja, aber es ist eine Drohung, die im Raum steht und die jedenfalls, Sie sagen, man kann nicht beiseite stehen. Präsident Erdogan droht gerade damit, dass er spezielle Menschen zurück von der Türkei nach Deutschland abschiebt, nämlich Menschen, die im Verdacht stehen, IS-Kämpfer zu sein oder welche tatsächlich waren. Die ersten werden diese Woche ankommen, nur wenige, eine Handvoll. Wie gefährlich beurteilen Sie diesen Schachzug? Oder ist das überhaupt kein Schachzug, sondern Selbstverständlichkeit? Jetzt muss ich etwas sagen, was mir schwerfällt, weil Tayyip Erdogan ist in unserer Redaktion kein populärer Mann. Er hat ja einen Kollegen von mir, Dennis Yücel, ein Jahr lang ohne Anklage im Knast. Aber er hat hier recht. Ja. Weil das sind ja Deutsche. Also er redet ja nicht davon, uns irgendwen zu schicken. Er redet davon, deutsche Staatsbürger, die sich dem IS angeschlossen haben, dann von den Kurden gefangen worden, jetzt in seine Hände geraten sind, uns zurückzuschicken. Ja, und wem denn sonst? Mhm. Also das heißt, da muss man auch sagen, das hat auch Donald Trump immer gesagt. Donald Trump hat immer gesagt, ihr müsst die Leute nehmen. Und wir haben das nicht aufgestellt bekommen, weil man die natürlich dann hier aburteilen muss. Wenn man keine Beweise hat, muss man die mit 50 Leuten bewachen. Das ist alles irre teuer. Aber das muss gemacht werden. Also das sind unsere Leute. Widerspruch, Frau Hoffmann? Nein, gar nicht. So ist es. Man muss natürlich auch immer wieder fragen, wie kann es überhaupt zu diesen Radikalisierungen kommen? Und jetzt, wenn die zurückkommen, wie gehen wir damit um? Ja, wenn die nicht... Wenn nichts da ist, wofür man sie einsperren kann tatsächlich, ja, ist es ganz entscheidend, dass diese Frauen und Kinder, um die es ja jetzt zunächst mal geht, das sind ja vor allen Dingen Frauen und Kinder, in Deradikalisierungsprogramme kommen, dass man wirklich da aktiv rangeht, die wieder zu integrieren in die Gesellschaft. Aber natürlich ist das eine Gefahr und es wird sehr teuer für uns, mit dieser Gefahr umzugehen. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Gut, dann werden wir sehen, was da passiert und danken erst einmal für die Einschätzung bis hierhin. Wollen uns noch einmal widmen einer ja eigentlich der politischen Personalie dieser Woche. Es geht um eine Frau, die vor 30 Jahren in die SED eingetreten ist. 1989, die zu einer der wichtigsten Führungsfiguren der Linken wurde, wenn auch immer umstritten, und die jetzt gesagt hat, sie zieht sich aus der ersten Reihe der Politik zurück. Sie hat gestern den Fraktionsvorsitz der Linkspartei im Bundestag aufgegeben. Und viele haben gesagt, jetzt verliert die Linke ihren letzten Superstar. Sie ist zu Gast. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Hallo.
ärgert mich. Herzlich willkommen. Das war gestern ein Abschied tatsächlich. Mit welchen Gefühlen haben Sie diesen Abschied begangen? War das Erleichterung oder war das auch Wehmut? Was hat überwiegt? Also ich muss zugeben, es war mehr Erleichterung als Wehmut. Also ich habe natürlich ab jetzt einen anderen Terminkalender und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich nicht mehr so viel Zeit, nicht mehr so viel Kraft in Dinge investieren muss, die ich als nicht produktiv empfinde. Also die natürlich notwendig sind und ich verstehe auch, dass man erwartet, dass eine Fraktionsvorsitzende sich eben mit einem sehr großen Zeitbudget dem Managen interner Konflikte, dem Pflegen jedes einzelnen Abgeordneten und dem Organisieren auch von eigenen Unterstützern widmet. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, das kann ich auch nicht besonders gut. Dafür haben Sie es aber ganz schön lang gemacht, nein? Naja, das ist ja nicht die einzige Aufgabe. Also ich meine, die nach außen wichtigere Aufgabe ist ja, für die eigenen Visionen zu werben, für die eigenen Konzepte, sich auseinanderzusetzen mit dem politischen Gegner. Das gehört ja auch alles dazu. Mhm. Aber die Frage ist eben, in welcher Balance steht das? Und wenn man das Gefühl hat, die internen Angriffe sind doch so zeitintensiv, dass man sie immer wieder darauf reagieren muss, dass man immer wieder darauf eingehen muss, dass man sich ganz viel damit beschäftigt, interne Auseinandersetzungen irgendwie zurückzuweisen oder zu führen. Das ist nicht das, warum ich in die Politik gegangen bin. Erklären Sie uns doch mal bitte, was ist denn da eigentlich los gewesen? Also man hat ja zum Teil einen Machtkampf gesehen oder jedenfalls eine Auseinandersetzung, Parteispitze da, Fraktionsspitze hier. Wir haben es auf offener Bühne erlebt, dass sie sich da gegenseitig ins Wort gefallen sind, über den Mund gefahren. Wenn das ein Machtkampf war, haben Sie den dann eigentlich jetzt verloren, indem Sie sich zurückziehen? Ist das ein Eingeständnis? Ich habe verloren. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht in der Politik, um innerparteilich Machtkämpfe zu führen. Und deswegen kann ich auch damit leben, wenn das jetzt so interpretiert wird. Aber wie sehen Sie es denn? Das ist ja die Frage. Also ich glaube, dass die inhaltlichen Fragen, um die es ging, die bleiben und auch die inhaltlichen Differenzen bleiben. Und das ist ja auch nicht etwas, was nur in der Linken stattfindet. Also das muss man ja auch sehen. Wir sehen das ja in allen Parteien. Aber die Frage ist, ob das ein Machtkampf war, den Sie... Also ich meine, es gibt dieses Zitat von dem einen Parteivorsitzenden, Bernd Rixinger, ist kolportiert worden, eine Biografie über Sie ist auf dem Markt, wo es auch nochmal steht. Der hat vor Zeugen gesagt, Sarah muss gegangen werden und daran arbeiten wir. Wenn wir sie immer wieder abwatschen und sie merkt, sie kommt mit ihren Positionen nicht durch, wird sie sicher von alleine gehen. Oktober 2017 und siehe da, Sie sind gegangen. Ja, das hat mich auch eine Zeit lang motiviert, eben nicht zu gehen, aber ich finde, das ist zu wenig. Also ich will ja auch neue Ideen entwickeln, ich will mehr lesen, ich will wieder Bücher schreiben. Und wenn man das alles nicht mehr kann, wenn man nur noch hetzt von Termin zu Termin, dann nur noch eigentlich den Ehrgeiz zu haben, lass die anderen nicht siegen, deswegen bleibst du an der Stelle, das reicht mir nicht. Ich will politisch etwas verändern in diesem Land. Und ich finde einfach, so wie wir zurzeit Politik gestalten, auch diese wirklich, finde ich, klägliche große Koalition, ich meine, Sie haben vorhin über die Grundrente geredet, das ist doch jämmerlich. Also, dass jetzt als Erfolg gefeiert wird, dass Menschen, die 35 Jahre arbeiten, am Ende eine Rente bekommen, die 80 Euro über dem Hartz-IV-Satz liegt. Das ist noch unter der Armutsgrenze. Also an der steigenden Altersarmut ändert das überhaupt nichts. Und das wird aber jetzt so getan, als sei das jetzt ein Durchbruch. Und so ist es in vielen Fragen. Es werden so ganz kleine Stellschrauben gedreht. Und selbst um die zu drehen, ist eine halbjährige Auseinandersetzung ein Riesentheater. Aber es wird überhaupt keine Zukunftsvision, überhaupt keine Zukunftsfrage angegangen. Und das finde ich so schlimm, weil ich glaube, dass wir zurzeit in Deutschland wirklich Gefahr laufen, unseren Wohlstand zu verspielen. Wir haben sehr ernste Dinge bei der Autoindustrie, in der gesamten Aufstellung unserer Wirtschaft. Und da werden eher die falschen Weichenstellungen gemacht. Ich muss jetzt erstmal einen Hinweis. Ja. Nur ein Hinweis. Für alle, die ein Klappern hören, ich habe jetzt herausgefunden, was es ist. Ah. Das ist einfach Ihr Ohrring an dieser. Okay. Aber das macht nichts. Also wenn man weiß, was es ist, dann macht es einen nicht mehr nervös. Gut. Finde ich jedenfalls. Na, ich weiß nicht. So ist toll. Nein. So ist toll. Gut. Aber wenn es so viele Aufgaben gibt, wie Sie gerade beschreiben, dann wären Sie doch eigentlich an der Stelle schon richtig gewesen. Ich schätze Sie als eine Frau ein, die wirklich viel Stress aushält, aber die dann eben also viel arbeiten kann. Aber offensichtlich war das ein psychischer Stress, dieses ständig gegen die eigenen Leute irgendwie sich verteidigen müssen. Es gibt ja einfach unterschiedliche Arten von Stress. Also ich kann mich noch gut an den Bundestagswahlkampf 2017 erinnern. Das ist natürlich
Also sag mal, wenn man jetzt irgendwie von der Warte einer gesunden Work-Life-Balance ausgeht, ist ein Bundestagswahlkampf die Hölle. Also man hat jeden Tag irgendwie 16, 18 Stunden, manchmal auch mehr, man steht früh auf. Und trotzdem war das etwas, was ich gern gemacht habe, weil ich bin einfach mit ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Ich habe unheimlich viel auch sehr positive Resonanzen bekommen. Also das wäre ein Stress, den Sie gut abkönnen? Aber das ist Stress, der mich zwar schlaucht, aber wo ich das Gefühl habe, das bringt was. Und wir haben am Ende ja auch trotz erstarkender AfD immerhin bei der Linken dazu gewonnen. Das war wirklich nicht selbstverständlich. Man sieht ja auch jetzt, die Wahlergebnisse sind anders, also mit Ausnahme von Thüringen. Und deswegen, das sind Dinge, wo ich auch glaube, dass ich will das ja auch weitermachen. Ich will ja nicht jetzt mich aus der Politik zurückziehen oder jetzt sozusagen mich pensionieren. Also ich habe ja noch politische Ziele und die will ich auch erreichen. Aber eben nicht in dieser Funktion, wo doch der Rückhalt nicht ausreichend da war. Sie haben auch öffentlich gemacht, dass Sie auch wirklich gesundheitliche Probleme für diesen Rücktritt hatten. Sie haben das Wort Burnout auch in den Mund genommen. Weiß man das sofort, wenn es einem passiert, dass es das ist? Und wie hat sich das bei Ihnen denn manifestiert? Ja, ich meine, das ist natürlich ein weiter Begriff. Also unter Burnout fasst man ja alles, angefangen von jemandem, der mal 3 Tage völlig down ist, bis zu jemandem, der ein halbes Jahr im Bett liegt und nicht mehr aufstehen kann. Bei mir war es, glaube ich, jetzt nicht die schwerste Form. Ich denke, ich habe gerade noch rechtzeitig auch die Reißleine gezogen. Aber es war schon so, es war ein völliger Erschöpfungszustand. Also es war, dass ich zunächst mal eben 2 Monate ausgefallen bin, nichts mehr machen konnte. Und ich denke, deswegen bin ich ja auch relativ offen damit umgegangen. Das heißt also, man wacht eines Tages auf und kann nicht mehr aufstehen, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also das gibt's ja immer mehr. Also in ganz vielen Berufen werden ja Leute immer mehr unter Leistungsstress gesetzt. Und natürlich, ein Arbeitnehmer hat ja oft gar nicht die Chance zu sagen, okay, ich trete jetzt mal ein Stück zurück, sondern der muss seinen Job behalten. Und deswegen machen viele, und bei mir war es jetzt auf anderer Ebene so, man macht erstmal immer weiter. Man hat die ersten Signale, man fühlt sich müde, man kriegt jede Erkältung, die umgeht, aber man macht so lange weiter, bis irgendwann wirklich der Punkt kommt, dass es gar nicht mehr geht. Und gar nicht mehr geht, heißt, man hat nicht mehr die Kraft ans Telefon? Man hat nicht mehr die Kraft, loszugehen. Also bei mir war es so, ich hatte nicht mehr die Kraft, noch mal nach Berlin zu fahren und meine normalen Termine zu machen, öffentlich aufzutreten, weil man einfach innerlich ausgebrannt, habe ich mich gefühlt. Und da war dann tatsächlich für mich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt musst du mal nachdenken, was du in deinem Leben eigentlich noch erreichen willst, wo du hin willst, was deine Ziele sind. Das Schlimme in diesem Hamsterrad ist ja, ich glaube, das geht auch vielen Politikern so, man läuft Gefahr, eigentlich zu vergessen, warum man das macht. Also man hetzt von Termin zu Termin. Mhm. Man hat immer irgendeinen Konflikt zu befrieden. Und dann kommt der nächste und dann widmet man sich dem. Aber man hat gar keine Zeit mehr, langfristig nachzudenken. Man hat keine Zeit mehr, über Strategien, über grundsätzliche Fragen nachzudenken, weil es alles so in einem Hamsterradmodus läuft. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil dann kommt auch schlechte Politik irgendwann raus. Man wiederholt sich, man erzählt immer das Gleiche. Und das ist für mich wirklich nicht mein Lebensziel. Also ich will ja nicht irgendwie funktionieren und im Politikbetrieb mitmachen, sondern ich hoffe, dass es in Deutschland gelingt, in absehbarer Zeit wirklich eine Regierung zu erreichen, die diesen Zerfall des sozialen Zusammenhalts stoppt, die dazu für mehr soziale Sicherheit sorgt. Weil aber das ist ja ein wichtiger Hinweis. Also es gibt ja auch die Erzählungen, dass man eben in Koalitionsgesprächen oder wenn ein Kompromiss zu finden ist, macht man es nachts. Da hat sich gerade jemand beklagt, also bis in die frühen Morgenstunden. Ja, bis alle quasi so müde bitten, dass man einfach irgendwas noch unterschreibt und dann denkt, toll, wir haben es geschafft. Also das ja, also ist der am wenigsten Schlaf braucht, der ist dann der Sieger. Das ist meistens aber das Frau Merkel, ist ja nicht oder? Unbedingt. Ja, nicht immer. Also manchmal scheint ja auch die SPD dann doch nachtwache Leute zu haben. Sein, ja. Aber das ist natürlich auch nicht eine gute Politik. Wie also, ist es denn eine gewesen? Gute Politik muss doch langfristige Ziele haben. Wie ist es denn für Sie gewesen, Frau Wagenknecht, 2 Monate Auszeit? Ich habe gelesen, Sie haben überhaupt das Handy ausgemacht und die Mails überhaupt nicht mehr gecheckt? Also von ich habe mich tatsächlich 2 Monate völlig ausgeklingt. War das schwer? Nein, das war erstmal erleichternd. Das ist ja auch ein Problem. Also ich habe ja früher sehr, sehr viel gelesen. Und wenn man Bücher liest, muss man sich logischerweise auch ein bisschen konzentrieren.
Und wenn man aber in einer bestimmten Funktion ist, wird eigentlich erwartet, also mindestens alle 2 Stunden muss man sein Handy checken und die Mails checken und reagieren. Das heißt, man liest eigentlich nicht mehr am Stück 4, 5, 6 Stunden, sondern man muss jedes Mal kurz, also immer wieder raus, dann macht man sein Handy, dann muss man irgendeine Presseerklärung vielleicht schreiben oder irgendeine Anfrage beantworten oder sich mit Terminen beschäftigen. Dann kann man vielleicht mal wieder lesen, wenn man Zeit hat, dann ist man wieder draußen. Und das ist ein Modus, der, ja, zwar, wenn man bestimmte Funktionen hat, kaum Alternativen hat, aber der ist eigentlich nicht gut. Und für mich, und selbst im Urlaub war es immer so sonst. Also immer musste man erreichbar sein, immer musste man reagieren. Und wenn Sie auch das mal eine kurze Zeit gar nicht zu haben, war unglaublich entspannt. Okay, das heißt also, Sie wollen jetzt aus der Führung rausgehen, aber nicht aus der Politik aussteigen. Haben Sie momentan in diesen 2 Monaten darüber nachgedacht, ganz rauszugehen aus der Politik? Ja, ich habe natürlich über alles nachgedacht. Also wenn man so einen Einbruch hat, hat man zunächst mal ganz am Anfang so das Gefühl, jetzt ich fange noch mal ganz von vorn an, schreibe vielleicht nur noch irgendwie, publiziere noch, versuche vielleicht auch, weiß ich nicht, mit Gastprofessuren oder ähnlichen Dingen. Aber dann habe ich mir gesagt, ich will ja auch was bewegen. Mhm. Und alleine sozusagen als Schreibende oder als Publizierende, ich möchte ja wirklich auch daran arbeiten, dass wir andere politische Kräfteverhältnisse bekommen, dass wir andere politische Mehrheiten bekommen. Also das ist kein Abschied, sondern es ist einfach eine andere Form. Ihre Mutter hat gesagt, das hat sie ihrem Biografen erzählt, Sie sind eigentlich überhaupt gar keine Politikerin. Ja, meine Mutter wollte ja auch nie, dass ich in die Politik gehe, deswegen sieht sie das so. Was meint sie damit? Ja, ich glaube, das ist natürlich die Frage, was ist ein Politiker? Was ist ein Politiker? Ist ein Politiker jemand, der in erster Linie auch sich hocharbeiten muss, internes Netzwerken beherrscht. In dem Sinne bin ich wahrscheinlich eine schlechte Politikerin. Mhm. Aber ist nicht auch Politik, Ideen zu haben, wie Gesellschaft gestaltet werden kann, Ihre Mutter meinte verändert das, werden kann? Das Erstere offensichtlich. Und sie meinte das Erstere. Und ihr Mann weiß, hat sie draufgelegt noch, der hat gesagt, also Oskar Lafontaine hat gesagt, Sie sind keine Rudelführerin. Ja, das ist ja das Gleiche. Also das hat sicherlich auch mit Kindheitserfahrung zu tun. Also beispielsweise Oskar Lafontaine ist in einem Internat aufgewachsen, immer in Gemeinschaft, immer als Alpha-Männchen. Ich war Einzelkind, ich war immer eigentlich mehr für mich. Und ich bin ja auch in der Politik nicht nach oben gekommen in diese Funktionen, weil ich mir eine Machtbasis aufgebaut habe in der Partei. Das hatte ich nie. Oder weil ich irgendwie Gruppen strukturiert habe, das konnte ich auch nie, sondern ich wurde irgendwann akzeptiert, dann wurde ich gewählt, aber als die Akzeptanz nachließ, war es dann eben auch weg. Sie haben über Ihre Kindheit auch geschrieben, Sie haben geschrieben, Sie waren eigentlich immer draußen, auch weil Sie anders ausgesehen haben als Kind. Dunkler, Ihr Vater eben ein Iraner, der die Familie verlassen hat, der zurückgegangen ist als Student, da waren Sie 2,5, das heißt, den haben Sie gar nicht so richtig mitbekommen oder nur ganz schemenhaft. Und es gab eine Ausgrenzung in der Schule, man hat Sie die Chinesin genannt? Ja, also es war in der DDR so, es gab einfach nicht viele Kinder, die anders dunkle Augen, dunkle Haare hatten und da gab es tatsächlich also teilweise unschönes Mobbing. Also ich weiß noch, als auch kleineres Kind, also bei meinen Großeltern, das war nun auch da auf dem Dorf, da war dann immer, wie sieht denn die aus? Und in der Schule war es unterschiedlich, war in unterschiedlichen Schulen, aber in der einen vor allem, damals haben wir in Berlin-Marzahn gewohnt, da war das schon teilweise recht heftig. Also ich habe dann später die Schule gewechselt, da ist es auch besser geworden. Aber das heißt, Sie waren als Kind auch schon eine Außenseiterin, kann man das so sagen? Also nicht unbedingt selbst gewählt, aber in gewisser Hinsicht schon. Und ich habe dann eben eher auch mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe eben sehr früh auch angefangen zu lesen. Und ja, das hat mich dann auch begeistert. Also ich war dann wirklich ab 4 Jahre ganz glücklich damit, dass ich Bücher lesen konnte. Und deswegen hat mir da eigentlich auch nichts gefehlt. Und mit 9 Jahren wollten Sie eigentlich ein Attentat auf den Schah von Persien verüben, der nach Berlin kam? Nein, nach Berlin, also nach West-Berlin konnte ich ja nicht, sondern ich hatte die Pläne, der sollte ja damals in die DDR kommen. Mhm. Und auch nach Jena, also wo ich damals wohnte. Und in meiner kindlichen Fantasie war der Schah natürlich derjenige, das wusste ich noch irgendwie dunkel, dass mein Vater natürlich gegen diesen Schah war, weil er eben sich einen progressiven Iran gewünscht hat. Und für mich war das natürlich so das Feindbild, das sich dafür verantwortlich machte, dass mein Vater nicht mehr da war. Mhm. Aber also erstens kam der Schah nicht und ich würde mal prognostizieren, es wäre vielleicht auch mit dem Attentat nicht so in die Verwirklichungsphase gekommen. Aber das heißt, Sie haben Ihren Vater vermisst? Sie haben viel an ihn gedacht? Ja, natürlich. Mhm. Haben auch Persisch gelernt? Ich habe damals Persisch gelernt. Also ich kann es leider nicht mehr, aber ich habe so mit 12, 13 habe ich bei einer Studentin tatsächlich Persisch Stunden genommen und
Ein bisschen was verstehe ich noch, aber es ist doch ziemlich stark weg. Sie haben mal gesagt, dass Sie sich mal vorgestellt haben, dass Sie in den Iran fahren und ihn suchen. Ja, das habe ich bis heute nicht gemacht. Aber auch wegen vielleicht den politischen Verhältnissen dort. Also das ist... Glauben Sie denn, er lebt noch? Das ist ja durchaus eigentlich, hoffe ich. Hätten Sie jetzt mehr Zeit für so eine Reise? Ach nein, das war nicht eine Frage der Zeit. Das ist eher eine Frage, ob man das will, ob man in ein solches Land fahren will. Da habe ich... Eigentlich war das komischerweise immer, solange ich nicht reisen konnte, solange es die DDR gab, habe ich halt immer gedacht, ja gut, wenn ich reisen könnte, dann würde ich garantiert dahin fahren. Und jetzt kann ich seit 30 Jahren reisen, bin natürlich auch in viele Orte gefahren, die ich gerne sehen wollte, aber im Iran war ich bis heute nicht. Vielleicht findet sich da ja der Weg dazu. Also ich habe verstanden, Sie wollen nicht aus der Politik, ganz im Gegenteil. Sie wollen eher in der Politik stärker wieder wirken, aber sich nicht mehr ums Personal kümmern. Darf ich Ihnen noch mal ein paar Positionen abfragen im Sinne einer Satzvervollständigung, weil man es nicht ausdiskutieren kann, aber weil es uns alle interessiert, was Sie denken, wenn Sie den Satz vervollständigen, dass die Linke und die SPD irgendwann fusionieren? Also das hängt auch davon ab, wie sich die SPD entscheidet. Also ich nehme an, ich hoffe ja nicht, dass das jetzt mit der Grundrente bewirkt, dass Olaf Scholz gewählt wird. Aber sollte das so sein, würde ich eher prognostizieren, dass die SPD dann 2021 wirklich in die Bedeutungslosigkeit fällt. Was ich sehr bedauern würde, weil wir brauchen eigentlich eine starke Volkspartei, die sozialen Anspruch hat. Vielleicht werden Sie SPD-Chefin. Einen Kanzler... Einen Kanzler Robert Habeck, fände ich? Also ich sehe, dass die Grünen immer in Umfragen mehr haben als bei den Wahlen. Insoweit halte ich ihn nicht für so wahrscheinlich. Also in der Satz vervollständigt wäre ein Kanzler Robert Habeck, halten Sie für unwahrscheinlich. Dass Emmanuel Macron die NATO als Hirntod bezeichnet, finde ich? Finde ich eine realistische Aussage, weil als Bündnis muss man ja irgendwie gemeinsame Interessen berücksichtigen. Mhm. Und die USA machen seit Jahren und vor allem jetzt unter Donald Trump ganz explizit Politik auch gegen die eigenen Bündnispartner. Also sie machen eine Politik, die nur von dem amerikanischen Interesse geprägt ist und sich überhaupt nichts darum schert, was das für Auswirkungen in Europa hat. Und deswegen finde ich, dieses Gerede von Bündnissolidarität, das ist einfach völlig deplatziert. Ist auch mehr als eine Satzvervollständigung, aber auf jeden Fall wissen wir, was Sie denken. Eine Versöhnung mit Gregor Gysi, wird es? Wir sind nicht unversöhnt, also im Gegenteil. Okay, im Gegenteil. Nein, warum sollten wir? Also Sie reden miteinander, weil er sie einfach von Anfang an bekämpft hatte. Er hat immer gesagt, wenn die da hinkommt, dann gehe ich hier raus. Ja, sicher. Solange er Fraktionsvorsitzender war, wollte er keine Frau neben sich. Als Kanzler, das war ein Frauenthema, nicht Sie. Nein, also er wollte auch nicht mich. Aber ich glaube, er wollte niemanden neben sich. Also okay. Das war schon ein bisschen auch ein Zug von ihm. Okay. Von Oskar Lafontaine habe ich gelernt? Mehr Gelassenheit und wirklich, ja, sich nicht so zu verkämpfen in kleinteilige Auseinandersetzungen. Wann hat der das gelernt? Naja, zum Beispiel, als er damals dann gesagt hat, raus von der SPD. Er kann sich mit der Linie nicht mehr identifizieren und geht dann auch hier lieber einen Schritt zurück. Die Superstars der Linken verschwinden. Das Buch, das ich unbedingt lesen möchte, heißt? Ich habe so einen Riesenstapel zu Hause. Alles, was ich lesen wollte. Ein sehr gutes Buch, was ich gerade gelesen habe, ist von Frau Kopitsch, Gesellschaft des Zorns. Ich finde, da sind die Gründe, warum die AfD so erstarkt, sehr gut analysiert. Ja. Dass ich Ministerin in einer grün-rot-roten Koalition werde, ist? Also rot-rot-grün finde ich deutlich sympathischer. Und dass ich dann, dass Sie Ministerin da werden, würden Sie es ausschließen in so einer Konstellation? Das hängt davon ab, welche Politik eine solche Regierung macht. Die Farben sagen ja noch nicht viel darüber aus. Okay, das heißt aber Ministerin, das ginge noch. Also wir sind zurzeit so weit weg von Mehrheiten. Ich wollte nur wissen, wie weit Sie sich quasi aus dem politischen Feld, auch was Spitzenämter angeht, zurückziehen. Das ist also ich würde sicherlich gern dazu beitragen, in Deutschland den Sozialstaat wieder zu stärken und
dafür mit, einen Beitrag zu leisten, dass die Menschen Demokratie wieder als ihre empfinden, dass sie nicht so enttäuscht sind, dass sie sich nicht im Stich gelassen fühlen. Dafür? Und dafür etwas zu tun, das wäre mein tiefes Bedürfnis, ja. Dann haben wir verstanden, was dieser Abschied eben nicht ist, nämlich ein Abschied. Herzlich willkommen, herzlichen Dank, Entschuldigung, dass Sie heute hier, herzlich willkommen sind Sie immer, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Sarah Wagenknecht. Ich bin ein bisschen schneller, weil wir am Ende dieser Sendung sind. Herzlichen Dank meinen großartigen Kommentatoren Robin Alexander, Christiane Hoffmann, Marcel Reif. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Hier wartet nämlich schon das Nachtmagazin heute mit Susanne Stichler. Einen wunderschönen guten Abend.